So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval 2 Total War mit den Schotten. Und ja, die letzte Folge war doch sehr erfolgreich. Wir haben doch große Teile Wales eingenommen. Die Pest ist endgültig vorübergezogen jetzt und man sieht es ja auch schon, finanziell macht sich das sehr bemerkbar. Wir bekommen 14.000 pro Runde, also ich weiß gar nicht, wie sich so schnell das Bevölkerungswachstum wiederholen konnte. Jedenfalls geht alles wieder weit bergauf. Gut, die Bevölkerungszahlen explodieren aktuell auch überall. Hier plus 1,5%, 1,5%. In den Städten ist es immer noch ein bisschen mehr. 1,4%, 3,5%, 3%. Ja, weil die Städte halt einfach auf Bevölkerung ausgerichtet sind. Anders als die Festungen, die ja wirklich auf Militär und dergleichen getrimmt sind. Genau. Und ja, relativ überraschend kamen wir die Norweger und haben wir hier noch Aran weggeschnappt. Kasetown haben wir auch verloren, aber alles in allem lief es bisher trotzdem sehr, sehr gut. Also dafür haben wir halt weitere Teile von Wales eingenommen. Pembroke, Montgomery und Caernarvon. Und das ist doch sehr, sehr, sehr erfolgreich gewesen, weil das sind viele Einnahmen, die wir da daraus bekommen. Castletown wird nicht einfach werden, weil das eben eine sehr befestigte Anlage ist. Und auf Arran, ich weiß nicht, wo die Truppen hin sind. Hier war ja eine 20er Armee, die das erobert hat. Und hier ist auf einmal nur noch der König drin. Und ansonsten sieht man gar nichts. Aber es kann auch sein, dass wir das einfach aufgrund von Informationen nicht sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ja, oder ob die aufgelöst wurden oder was auch immer. Ich habe leider gar keine Informationen hier. Also ein weiterer Spion wäre gar nicht schlecht. Wir können hier in Glasgow auch direkt einen rekrutieren, weil wir eben ein Bordell haben, glaube ich, genau. Dann holen wir uns einfach mal einen und schicken die nächste Runde mal da rein. Dann wissen wir mehr. Kaufmänner können wir bei Weitem auch wieder dazu rekrutieren. Das sollten wir auch tun. Hier haben wir noch jede Menge Wollressourcen. Dann holen wir uns hier mal einen Kaufmann, hier noch einen. Ah, jetzt haben wir es schon ausgereizt. Wir haben nur einen übrig an der Kapazität, das passt. Ja, dann gucken wir mal. Dann haben wir hier einen General. Gut, dann würde ich sagen, wir bauen hier mal noch Truppen aus, dass die Festungen hier auch geschützt sind. Zumindest mit dem, was wir rekrutieren können. Hier erstmal einmal Bauernbogen schützen. Hier muss ja auch nach und nach erst unser Einfluss verbreitet werden. So, in Pembroke sieht das ganz anders aus. Da haben wir schon jede Menge Einfluss jetzt und hier können wir auch fleißig rekrutieren. Da wird rekrutiert. Hier in der größten Stadt von Wales, da haben wir auch mehr oder weniger bald den Einfluss. Können aktuell auch schon Truppen rekrutieren. Teilweise auch noch walisische Truppen hier. Ja, die haben auch sehr, sehr, sehr stark befestigte Anlagen, Ballistentürme und was nicht alles. Also die hatten das hier aufs Beste vorbereitet, das Ganze, die Waliser. So, hier belagern wir noch eine Festung. Und im Großen und Ganzen sieht das doch alles sehr, sehr gut aus. Hier können wir einfach nochmal Truppen fortbilden. Beziehungsweise, bevor ich die fortbilde, rekrutieren wir einfach noch, solange wir noch können, einfach die walisischen Truppen. Sind die denn besser? Fernkampfangriff 7, ja, die sind tatsächlich besser, die walisischen Jäger. Dann haben wir uns auf alle Fälle noch walisische Jäger, solange wir noch können. Sicherlich nicht mehr lange. So, hier können wir die bestimmt fortbilden, genau. So, wir haben auch noch eine Armee. Die können wir auch mal runterholen. Ist ein bisschen blöd, weil hier die Festung der Engländer im Weg ist. Das heißt, wir müssen einen riesen Umweg gehen. Wir können natürlich auch probieren, mit dieser Armee York einzunehmen. Wobei dort ja viele, viele Truppen stationiert sind. Also, wir haben jedenfalls auch die Mittel, um ordentlich nachzurekrutieren. Das können wir jetzt auch wieder tun. Können wir eigentlich gleich mal anfangen, hier schwere Pikmilizen zu rekrutieren. Und ein Stirling. Die königlichen Ställe können wir auch mal anfangen, dass die, sobald es geht, dann gebaut werden. Und dann holen wir uns hier Bauernbogenschützen, weil ich sehe nicht ein, warum ich hier andere Bogenschützen rekrutieren sollte. Man sieht es ja hier. Die Highland-Bogenschützen sind exakt genauso gut im Fernkampf. Sind nur ein bisschen besser im Kampf. Und dann haben wir noch die Highland-Adelsbogenschützen. Und ja, die sind etwas besser im Fernkampf, aber ich denke, ja, wir nehmen erstmal die Bogenschützen, danach holen wir uns noch die Adelsbogenschützen. So, dann passt das. Auch Glasgow, auch da müssten wir eigentlich Möglichkeiten haben, hier auch schwere Pikmilizen zu rekrutieren.
Können wir noch ein paar Truppen fortbilden. Die ein bisschen angeschlagen wurden. Im Laufe der Zeit. Ja, alles noch hier. Pestverluste. Mit Sicherheit. Okay, da haben wir noch 6000 übrig. Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Unsere Schiffe auf Alfeld noch weiter reparieren? Haben wir hier auch schon einen Hafen? Ne, hier bräuchten wir auch noch einen Schiffsbau bei Zeiten. Aber ich denke, wir können hier zumindest die kleinen Schiffe hinschicken. Dann tue ich das große Schiff mal hierher. Das können wir nächste Runde reparieren. Und die kleineren Schiffe müssten wir auch hier reparieren können. Weil wir hier einen ganz normalen Hafen haben. Genau. Blöderweise rekrutiere ich da aktuell noch den Kaufmann. Können wir hier auch einholen. Okay, dann machen wir das mal anders. Dann nehmen wir den hier weg. Reparieren auch das andere Schiff. Und dann hole ich mir den Kaufmann einfach hier bei Kaleisel. Und lass eine Stadtmiliz weg. Und hier versuchen wir in den nächsten Runden auch noch die ganzen Schiffe zu reparieren. Das geht vor unbedingt. Dass unsere Flotte weiterhin schlagkräftig bleibt. Dass wir uns das auf alle Fälle als Ziel setzen. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Geld übrig. Hier können wir noch eine Bewässerung bauen. 4800 ist sehr teuer, aber wir wollen ja das Wachstum weiterhin ankurbeln. Und da ist es, glaube ich, auch ganz gut investiert. Gebaute Farmverbesserungen. Ja, sehr schön. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen in die nächste Runde. Belagern wir noch. Gut, nächste Runde. Die müssen jetzt einen Ausfall machen. Wenn nicht, werden sie nämlich vernichtet. Dann gucken wir hier nochmal einmal nach, wie es aussieht. Ja, die Waliser sind im Absturz. Schön. Bei uns geht es steil bergauf. Und die haben tatsächlich keinen Ausfall gemacht. Deswegen konnten wir das jetzt besetzen. Wie sehen eigentlich die Beziehungen mit den Engländern aus? Vernünftig, das ist echt ziemlich beeindruckend dafür, dass es eigentlich unsere Feinde sein müssten. Weil wir mittlerweile ja auch die gleichen Gegenspieler haben mit den Walisern. So, wir haben ordentlich rekrutiert. Spione, Kaufmänner, Schiffe, Einheiten. Und mit wem sind die Engländer eigentlich noch im Krieg? Die sind mit den Norwegern im Krieg, mit Walisern und mit der Baron-Allianz. Ja, wir haben fast alle gemeinsamen Feinde, außer eben die Baron-Allianz. So, dann gucken wir mal kurz. Ich hatte jetzt hier den Spion rekrutiert, genau. Lieber kurz weg und ich nehme ein Schiff, was bei voller Stärke ist. So, dann soll das Schiff hier den Agenten absetzen. Der soll mal da reingehen. Mal gucken, ob er es schafft. Ja, er ist unten drin. Ja, und den Balken verbaut. Oh, das sieht nicht gut aus. Oder? Nee. Da ist unser Spion verendet. Blöd gelaufen. Sehr blöd gelaufen. Okay, dann, ja. Holen wir uns einen neuen Spion. Und dann kommen die ganzen Schiffe noch rein. Und die werden auch in den nächsten Runden noch erweitert. Hier kommt schon wieder eine neue Flotte. Also ich denke mal, wir sollten dem allgemein mal ein bisschen vorbeugen, indem wir einfach mal ein bisschen rekrutieren noch. Vielleicht hier noch eine Händler-Kavallerie-Miliz. Highland-Pikaniere noch ein paar Stück. Hier hole ich mir einfach ein paar noch Speermilizen. Bogenschützen. Ja gut, hier passt es ja eigentlich. Mal die mal zusammen.
zweimal picken. Dann nehmen wir hier Bogenschützen. Oben haben wir Truppen. So, und hier müssen wir ein bisschen aufpassen, denn die Waliser können auch auf der Seite hochkommen. Genau, hier haben sie nämlich jetzt schon eine Flotte mit 3 Einheiten. Das heißt, wir sollten hier auch vielleicht mal eine Flotte aufstellen. Da habe ich ja Einheiten hier. Ich meine, das ist ja nicht ganz ungefährlich, ne? Und das können die halt auch in Massen machen, deswegen heißt es hier Obacht. Okay. Ich schicke vielleicht sicherheitshalber mal noch ein paar Piken nach dort oben. Ja, ist doch links. So, sind zumindest überall schon mal ein paar Einheiten hier an der Küste. Dass das uns nicht gefährlich werden sollte. So, hier haben wir gewonnen. Und, ja, da können wir eigentlich gleich weiterziehen. Kann ich den schon rausholen? Nee, noch nicht. Noch nicht. Ja, können wir noch Bogenschützen holen. Okay, dann muss er noch drinnen bleiben. Dann haben wir hier Problem. Wir haben sogar hier noch die Pest aktuell. Das heißt, wir sollten schauen, dass wir die Truppen hier erst recht nicht in andere Ortschaften bringen. Also hier aktuell haben wir tatsächlich noch die Pest. Sieht man ja hier. 7,5%. Haben wir auch einen ordentlichen Bevölkerungsrückgang. Ist mir aber hier relativ egal. Es ist nur eine Festung. Und so viel Bevölkerung haben wir hier nicht. Naja, 11.000 ist schon ordentlich. Ist aber auch erstmal egal. So, hier kommen Flottenverbände der Waliser. Ich denke, wir haben jetzt alles getan. Wir können aber mit der Armee noch nach Chester und die Stadt schon mal belagern. Ja, das machen wir jetzt auch. Wir haben exakt 0 Gold. Das ist doch sehr gut aufgegangen jetzt hier, diese Rechnung für die Runde. Und ich hatte noch irgendwo einen Kaufmann, genau den hier. Und den packen wir jetzt mal. Wir haben hier Eisen, wir haben Früchte und wir haben Holz und wir haben Kohle. Ich denke mal, das Wertvollste wird Eisen sein. Ist auch relativ erfahren hier mit den 4 Geldklumpen. Gucken wir mal, wie viel bekommen wir? 142, das ist doch gut. Wir erwarten 13.951. Haben wir auch wieder rekrutiert. Und weiter geht's. So. Ja. Immer noch Probleme hier mit Pest nach wie vor. Ein Bürgermeisterpalast gebaut, sehr schön, und nochmal ordentlich Truppen. Dann gucken wir mal, die Waliser sind wieder runtergesegelt, sehr schön. Ich habe einen neuen Spion rekrutiert. Probieren wir es nochmal. Ich hoffe, es klappt diesmal. So, dann machen wir hier erstmal. Was ist denn das? Ist ein bisschen unnötig, aber das verstehe ich wirklich nicht ganz. Die eine Flotte können wir in die andere schicken, aber die anderen Schiffe dann nicht in das eine Schiff, oder wie? Sehr merkwürdig. So, reparieren wir. Kann ich hier auch alle Schiffe reparieren? Bestimmt. Doch, kann ich. Aber das sind doch beides nur normale Koggen. Wohingegen wir hier ja auch die Holks haben, die etwas schwerer gebaut sind. Okay. Probieren wir es nochmal. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Das wäre sonst wirklich ungünstig, wenn wir jetzt schon wieder verlieren. Egal, ich habe irgendwas gehört, aber lass mal rein. Tja, neues Troja. Sehr gut, wir haben es geschafft. Ich glaube, der Händler, der da reinfährt, der wusste auch nicht, dass er ein Spion an Bord hat. Wenn er sich hier nachts klammheimlich davon macht.
Sehr gut, wir haben es geschafft. Und hier ist wirklich nur der eine drin. Okay. Dann nutzen wir das mal aus. Wir rekrutieren jedenfalls weiter. Bauen wir noch schön die königlichen Ställe. Können wir nicht noch mehr Feudalritter rekrutieren. Und dann sollten wir auch bald nochmal den schweren Rüstungsschmied hier bauen. Das sollten wir auf alle Fälle tun. Yep. Sehr hübsch, sehr hübsch. Dann rekrutieren wir mal weiter. Jetzt habe ich außerdem was gebaut, das wollte ich nicht. Gucken erstmal, wo wir noch überall bauen können. So, hier können wir noch bauen, dann bauen wir hier noch eine Farmgemeinschaft. Erstmal die ganzen Farmgebäude dann hier. Bauen wir den Markt mal auf. Farmgemeinschaft. Kapelle. Besserung. So, dann seid ihr fertig. Ja, die würde ich letzte Runde eigentlich schon verschiffern. Wir kommen ja hier halt nicht überall durch. Also schicken wir die nach York. Da habe ich an sich erstmal nichts dagegen. Wir wissen, dass die Truppen halt alle ziemlich angeschlagen sind. Na gut, nehmen wir die Armee und probieren es einfach. Suchen unser König dabei. So, hier belagern wir. Wollen wir die Einheiten nach und nach zusammenfügen. So, haben wir noch ein paar Einheiten dazu. So, perfekt. So, und hier haben wir jetzt... Ich hatte gar nicht mehr die Option, walisische Truppen zu rekrutieren, oder? Doch, haben wir noch. Uns fehlt aber jetzt aktuell die Knete dafür. Und hier, es gibt ja noch die verbesserte Form, das sind die Kanonenhulks. Und dafür brauchen wir dann auch Marinewerften, die wir hier auch schon haben. Die haben... Ja, die haben einfach etwas bessere Werte. Dann angreifen 16. So. Aber ansonsten gibt es diese Runde nichts zu tun. Der Agent ist erstmal drin und wir können uns jetzt hier eigentlich darauf vorbereiten, die dann auch anzugreifen. Nächste Runde werde ich dann nochmal rekrutieren. Weil ich jetzt hier erstmal die Küstensiedlungen absichern wollte. Die Einheiten müssten ja sowieso alle unterhaltsfrei hier sein. Anzahl unterhaltsfreie Einheiten 5, das müssten wir zumindest in fast allen Städten haben. Da geht's. So, hier sterben nach wie vor noch ein paar Kandidaten. Und Feindseligkeit beendet Wales Irland. Okay. Ja, und ich muss auch echt sagen, ich habe jetzt gerade durch dieses Let's Play hier richtig Bock auf Medieval 2 bekommen. Also auf alle Fälle, was garantiert Let's Play wird noch bald, hoffentlich, wenn ich viel Zeit habe, möchte ich auf alle Fälle Third Age Total War Mod aufnehmen, also Medieval 2 in Herr der Ringe. Weil ich mag Medieval 2 und bin aktuell so Medieval 2 Hype und ich mag auch Herr der Ringe und habe mich lange nicht mehr in diese großartige Welt von Tolkiens begeben und deswegen auf alle Fälle Third Age. Ja, und ich habe auch vor, den teutonischen Mod mit dem Deutschen Orden gegebenenfalls nochmal zu probieren auf sehr schwer. Da habe ich schon häufiger versagt. So, das habe ich vor. So, wir rekrutieren jetzt hier die Armee, die dann auch wieder die Stadt zurückerobern soll, Aran. Und dann nehmen wir auf alle Fälle erstmal noch ein paar Adelsschwertkämpfer mit. Die haben sich ganz gut geschlagen beim letzten Mal. Komm, dann machen wir auch mal Adelsbeganiere. Und hier noch ein paar schwere Pikenmilizen. Bis jetzt habe ich auch gar keine Sperrmilizen rekrutiert, wobei die an sich auch nicht schlecht sind. Ich meine, die sind deutlich günstiger als schwere Pikenmilizen, aber ja, haben lange nicht so gute Defensivwerte. Wobei, ja, es geht. Ja, dafür haben die ein Schild. Der Schild gibt denen natürlich einen Vorteil.
Wenn man die hier auch rekrutiert, wo wir. Zum Beispiel hier einen Schmied haben. Mit leichten Kettenpanzern, dann bekommen die schon verbesserte Rüstung. Hier haben wir einen schweren Kettenpanzer, hier könnten sie sogar Dreier rüsten. Ne, hier kriegen wir die gar nicht. Ja, die Sperrmilizen können wir ja auch sowieso nur in den. In den Städten rekrutieren. Ja, die Milizen allgemein in den Städten und alles andere in den Festungsanlagen. Okay, dann haben wir hier jetzt tatsächlich mal wieder eine Schlacht. Wobei, das müssen wir nicht spielen, das ist eine Einheit. So, solange wir die walisischen Jäger noch rekrutieren können, mache ich das auch. So, Pikmin-Miliz, hier werden wir auch bald dann sicherlich noch ein paar Orgelkanonen rekrutieren. Ja, das läuft. Das läuft. Das kann man nicht anders sagen. Ui, hier sind jetzt mittlerweile schon wieder Norweger gelandet. Eieiei. Oh, das ist nicht gut. Rekrutiere ich auf einfach nochmal ein paar Truppen hier. Zweimal Händler, Kavallerie, Miliz. Ah, das ist nicht gut. Da habe ich wieder jetzt nicht genau hingeschaut. So, habe ich hier schon eine Rekrutierung in Auftrag gegeben? Ja. Ja, bei den Norwegern müssen wir ein bisschen aufpassen. Ihr müsst mit uns um diese Wasser kämpfen. Sehr hübsch. So, und die können in den nächsten Runden dann auch noch soweit wieder verstärkt werden. Auch noch einige Pestopfer hier. Okay. Dann, hier sieht es auch gut aus. 150 öffentliche Ordnung. Bauen wir noch eine Taverne. Wenn wir hier erstmal abziehen, dann möchte ich auch gerne noch ein bisschen mehr öffentliche Ordnung beobachten. Und dann kann es weitergehen. Ich denke mal, die Norweger werden angreifen. Sie haben hier einmal eine Huskarl-Einheit und gotländische Fußsoldaten. Aber ich habe ja hier auch immerhin eine Sperrmiliz und und eine Händler-Kavallerie-Miliz und wir verteidigen. Deswegen mal gucken. Ja, belagert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Truppen jetzt noch fertig rekrutiert werden, die ich dort in Auftrag gegeben habe. Werden wir gleich sehen. Ich glaube aber schon. So eine Schwertschmiedegilde in Stirling. Je mehr der Bedarf nach immer leistungsstärkeren Waffen steigt, desto mehr steigt mit der Zeit auch die Anzahl der Männer, die neben der Kunst der Metallverarbeitung auch die Kunst des Waffenschmiedens beherrschen. Und dies resultiert letztendlich in der Gründung einer Schwertschmiedegilde. Die Mitglieder dieser Gilde sind hochqualifizierte Schmiede, die in der Lage sind, die Standardwaffen eines steinernden Heers zu optimieren. Stirling können wir auf alle Fälle machen, weil wir dort auch ordentlich rekrutieren. Ich bin auch gar nicht sicher, mit diesen Schmiedegilden, wie die so entstehen oder allgemein diese Gilden, wann die hier gebaut werden können. Wir haben ja auch die Akademien und dergleichen. Ja, hier haben wir die Akademien und in den Wirtschaftsstädten, also in den Städten, haben wir noch die ganzen anderen Kaufmannsgilden, Theologiengilden, Steinmetzgilden, Attentätergilden. Ob das wirklich zufällig ist, wann man die bauen kann oder. Also es sind, glaube ich, zufällige Ereignisse, dass man die dann irgendwann kommen und man kann dir den Auftrag geben. Ja, und so eine Schwertschmiedegilde ist ganz gut, weil das die Klingen- und Nahkampfwaffen verbessert. So, haben wir noch rekrutiert? Ja, haben wir noch, sehr gut. Ich denke aber trotzdem, dass wir hier keine Chance haben, wenn wir einen Ausfall machen. Nee. Also wir bleiben erstmal in der Stadt und warten auf den Angriff. So, hier haben wir uns erstmal noch ein bisschen Gesinde, besser als nichts. Aber eben auch Einheiten, die von mir aus der Pest zum Opfer fallen können. So, Pembroke. Ich mir noch ein paar Adelspikaniere, weil das ja auch eine recht bedeutende Festung hier ist und die ich auch nicht verlieren möchte. So. Allgemein können wir hier auch mehr rekrutieren, damit wir endlich mal wieder unsere Streitmacht voll bekommen. So. Da rein. Hier werden wir erfolgreich die Belagerung fortsetzen.
So. Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Wenn ihr einen Kampf habt, kommt doch einfach mit. Erst müssen wir Frieden schließen. Dann können wir handeln. Hier hole ich sicher jetzt aber nochmal eine Sperrmiliz. Vielleicht auch gleich zwei. Sicher, sicher. Erstmal ja nicht. Und dann rekrutiere ich hier auch weiter. Bogenschützen. So, und hier können wir, wie gesagt, nach wie vor nur die Piken, wenn die zu rekrutieren, die aber völlig ausreichend ist. Und darüber hinaus dann auch noch ein bisschen Artillerie. Persönlich weiß gar nicht, was ich von Katapulten halten soll oder Ballisten. Ob ich die jetzt besser finde als, als Kanonen, weil ich denke, Kanonen haben einen deutlich höheren Moralschaden. Wir können ja dann mal von jeder Schwarzpulver-Maschinerie eine mitnehmen. Also eine Bombarde, einen Mörser und eine Orgelkanone. Und ich sehe gerade, wir haben wieder neue Kaufmänner, die wir aufstellen können. Gehen wir hier noch einen Kaufmann. Und dann nächste Runde von mir aus die Speereinheit. So. Ja, das sieht gut aus. Die werden jetzt hier aufgefrischt. Beginiere hier nochmal. Hier nehmen wir Stadtmiliz. Da haben wir gut was. Hier sicher jetzt einfach noch mal ein paar Bogenschützen. So. Und dabei zahlen auch noch mal zwei Milizen. So, und hier müsste es ja wirklich jetzt steil bergauf gehen. Das sieht hervorragend aus. Gebiete. Bevölkerung steigt natürlich nach der Pest. Hier sieht man ganz klar diesen Zeitabschnitt, wo die Pest gewütet hat. Hervorragend. So, hatte ich noch was vor? Ich glaube nicht, die Runde. Nein, mal gucken, ob die Norweger angreifen. Das machen sie nicht. Ein unglaublicher Atlantiksturm hat die Nordwestspitze Europas mit noch nie dagewesener Macht getroffen und ist über England bis nach Dänemark hinweggefegt. Unaufhaltsame Sturmfluten haben die Küsten überschwemmt und viele getötet. Nur noch Helden und Narren wagen sich auf See. So, hier wächst eine Stadt. Ein ehrenwertes Leben endet und wir haben ordentlich rekrutiert. Masse, Masse, Masse und noch mehr Masse. So, die Kaufmänner weise ich jetzt noch zu. Und dann hauen wir mal einen hier auf den Fisch noch, weil hier haben wir noch Fisch und der bringt immer gut was ein. Wenn der denn mal genau draufstehen würde. So, 80 Gulden. Und dann hatten wir noch, hier haben wir noch einen. Und den packen wir jetzt auf Früchte, können wir auch was bringen. 113, immerhin. Passt. So. Wir müssen aufpassen, 6 Runden bis zur Kapitulation. Wir verlieren auch schon nach und nach ein paar Truppen. Ja. In Ordnung. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle hier von euch. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Euch noch einen schönen Tag und bis bald.